Damit ein herzliches Willkommen hier zum vorletzten Rennen unserer F123 Audi-Karriere. Ja, ein bisschen Wehmut ist auf jeden Fall dabei. Wir sind in Las Vegas und das wird ein sehr, sehr tolles Rennen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Und es wird nicht so easy, wie ich mir das Ganze vorstelle. 6,1 Kilometer und zwei DRS-Zonen. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst doch gerne einen Daumen oben da. Falls euch mir die Videos gefallen, ich würde mich natürlich auch freuen, dass ihr auf Instagram, IT-Gaming und auch gerne auf Fitz-Tobi auf TikTok vorbeiguckt. Aber jetzt mal hier rein ins Quali-Geschehen. Wir kommen aus der letzten Kurve raus. Links Track Limits. Es geht Richtung Turn 1. Generell der erste Sektor. Eigentlich schon das einzige Knifflige an dieser Strecke. Weit auf den Körper rausgekommen, was mich hier tatsächlich ein bisschen in den roten Bereich bringt. Das ist die finale Quali-Runde. Doch der Exit ist noch viel wichtiger und da konnte ich tatsächlich 3 Zehntel finden. Das ist sehr wichtig. Jetzt geht's in die Sphere-Kurve rein, beziehungsweise jetzt mal in die eine Kurve davor. Wir müssen einmal abbiegen. Jetzt auf die 38. Dann, okay, nein, Spaß. Jetzt geht's hier in die Theo-Kurve. Sehr, sehr coole Kurvenkombi. Guckt euch mal unten links in der Map an, wie eng das ganze Feld zusammen ist. Die fahren nämlich alle gerade über die Startziellinie für ihren schnellen Run. Und ich bin halt schon auf einen schnellen Run. 7 Zehntel und ich bin dennoch nur 2 Zehntel schneller als Roger. Also ihr seht, der hat auf jeden Fall hier eine Skyfall-Runde rausgeworfen. Aus dieser Kurve raus sehr gut. Denn die ist verdammt wichtig. Dieser Exit hier hat aber dennoch ein bisschen Zeit gekostet. Das wundert mich. Ich darf den Flügel aufmachen. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, start your engine. Dann guckt euch mal an. 363, 64 sogar mal kurz. Also da steht der Motor tatsächlich komplett an. Anders wie in Formel 1 17 oder 19. Da hat man ja wirklich weit nach oben können. Hier ein leichter Fehler drinnen. Deswegen kostet das auch ein paar Tausendstel, hier sogar jetzt die eine Zehntel, wird es jetzt immerhin noch reichen, um die Pole Position zu holen. Jetzt geht's hier über alles. Kurzfristig mal die Pole, jetzt gucken wir uns auch mal die Startaufstellung an. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und mit Dennis Hauger ist die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Gasly, Russell, Ocon, Leclerc, Verstappen, Sainz, Tsunoda, Theo Pourchaire, Oscar Piastri, Norris, Stroll, Drugovic, Liam Lawson, Daruvala, De Vries, Joe, Doohan, Sargent, Albon und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Na, eine perfekte letzte Reihe. Jetzt aber mal hier, es hat für die Pole gereicht. Dennis Hauger hinter mir geht aber auf eine andere Strategie. Und auch noch Pierre Gasly, die splitten ihre Strategie und möchten mich komplett flanken. Ich komme hier viel besser weg als Hauger. Ist natürlich auch klar, mit dem gelben Reifen hast du jetzt auch nicht den besten Start. Was mich wundert ist, dass Pierre Gasly so einen schlechten Start hatte, obwohl er... der Einzige ist da, der mit den Roten startet und dahinter viele weiß und der musste sich da echt ein bisschen zusammenreißen, um da nicht gleich gecatcht zu werden. Ich bin hier tatsächlich im Bedrängnis von Hauger, obwohl der auf den gelben Reifen ist, ist der verdammt schnell. Und ich glaube auch echt, dass die McLaren heute eine tolle Strategie, mit einer tollen Strategie uns in die Knie zwingen können, denn ich kann nur einen abcovern und das wird dann vermutlich der zweite Platz sein. Ich muss mich entweder entscheiden, cover ich auf Hauger ab, der ja theoretisch Zweiter ist, oder konzentriere ich mich auf Pierre Gasly, der ja mit dem roten Reifen unterwegs ist und theoretisch mich undercutten kann, weil wir auf den gleichen Reifen sind. Das müssen wir uns aber vermutlich im Verlauf des Rennens einmal angucken. Die Strecke ist einfach nur bombastisch, nur es gibt halt wirklich den ein oder anderen Scheitel, den man treffen muss, sonst wird das Rennen, das du mit Wow sagst, zu EU. Falls ihr wisst, was ich meine, denn da kann sehr schnell dazu kommen, dass du auf der Geraden aufgefressen wirst, wenn der Exit deiner Kurve nicht stimmt. Ich hatte ganz für eine Millisekunde Purple, aber jetzt ist wieder Hauger da. Der ist echt schnell aus dieser Kurve raus. Nur ein guter Exit könnte mich jetzt, ja, bewahren davor, passt. Da kommt jetzt kein Angriff mal. Der Exit war sehr stark. Jetzt gucken wir uns aber noch einmal die Start-Replay an. Und wir kommen eigentlich gut vom Fleck, also muss ich echt zugeben. Max Verstappen leider ein bisschen weiter hinten. Dennoch muss ich sagen, macht das hier tatsächlich mega Spaß. Es ist halt, ja, der fährt eine komplett andere Linie als ich. Ich bin eher innen geblieben, um hier dann den Exit zu wagen, aber
zu halten, aber das hat nicht ganz so funktioniert. Roger wirklich heute sehr, sehr stark, Gasly auch dahinter mit der Sekunde, aber dann reißt es halt ab. Das war gar nicht gut. Dieser Verbremser hier war absolut Dogshit. Das war richtig, richtig scheiße. Das darf nicht mehr passieren. Da bin ich mir nahezu sicher, wenn mir das noch einmal passiert, ist Hogger dran. Und ich darf auch nicht vergessen, Mann, der Bray fährt mit den gelben Reifen und ist einfach schneller wie ich, weil ich hier einfach so viele dumme Fehler einbaue. Max Verstappen, 1:32.6. Da bin ich mir aber auch eigentlich fast sicher, dass ja, der ist mit dem roten Reifen unterwegs. Das war mir auch persönlich klar. Ja, der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler, der mir hier passiert, das ist gar nicht gut fürs Auto und vor allem auch gar nicht gut, wenn du halt gegen einen Fahrer wie hinter mir verteidigen willst, der ordentlich angreift. Es ist gelb und da wird tatsächlich ein McLaren langsamer und es ist sogar Dennis Hauger. So viel Glück kann kein Mensch haben, aber ich kann es, Leute. Dennis Hauger scheidet aus, der Brett, der tatsächlich der einzige gefühlt gewesen ist, der uns hier angreifen kann, hat jetzt leider einen Motorschaden und ja, ich bin jetzt mit 1,5 Sekunden vor Pierre Gasly und Max Verstappen auf den 3. Platz. Das ist einfach eine tolle, ja, ein tolles Endergebnis bis jetzt mal, aber natürlich ist das Rennen noch lang, es kann noch viel passieren und das wird es auch noch, das kann ich euch echt versprechen. Auf diesen langen Grad, das ist halt einfach ein Gamechanger, wenn du mit dem roten Reifen tatsächlich aus der, ja, ich würde mal sagen, Haarnadelkurve rauskommst, hast du eigentlich schon mindestens 1-2 Zehntel gewonnen, ja, auch hier wieder oben links, 1,5 Zehntel jetzt schon gewonnen, fast 2 Zehntel gewonnen und das ist halt wirklich, wenn du das kontinuierlich schaffst, hast du halt auch einen guten Vorsprung und das ist zwar eine coole Strecke, aber theoretisch, wenn du ein langsames Auto hast, hast du auch keine Chance, hier irgendwas zu reißen. Ocon ist meiner Meinung nach sehr stark unterwegs. Der ist mit dem weißen Reifen auf den 3. Platz. Und ich glaube echt, dass der gegen Gasly, dass der Gasly noch gefährlich werden kann. Es sind nur 2 Sekunden und da kann tatsächlich, einiges noch passieren. Ich hoffe natürlich, dass dieser Stopp hier nicht zu spät war. 10 Runden vor Schluss, 8. Runde, war meiner Meinung nach eigentlich perfekt. Aber mal schauen, denn viele haben sich dagegen entschieden und fahren weiter. Wir sind schon auf den 16. Platz abgerutscht. Wenn ich nicht im Verkehr stecken bleiben sollte, habe ich theoretisch die besten Karten. Boah, der Exit hier, traumhaft. Ganz, ganz schwierig. Logan Sargeant hinter mir, da bin ich auch froh drüber, denn wenn ich den Williams jetzt auch noch überholen müsste. Ach man, noch ein Williams vor mir. Die hat man aber auch die roten Reifen drauf. Das wird jetzt auch kein Zuckerschlecken werden. Das, ja, muss ich jetzt reinbeißen. 2,5 Sekunden, die werden wir auch schnell aufholen. Da bin ich mir fast sicher. Unser Auto ist wirklich verdammt schnell. Gerade auf dieser Track bist du einfach der Hero, wenn dir das gelingt, hier schnell zu sein. Und 1,7, wir haben schon fast eine Sekunde, jetzt schon eine Sekunde gewonnen. Und optimal wäre es natürlich, jetzt nach dieser Kurve im Sekundenfenster zu sein. Denn dann würde natürlich das DRS auch ordentlich bomben. Es reicht. Wir sind wegen 20.000stel hier im DRS-Fenster. Und ich kann Jack Doohan mit dem Heckflügel, zack, ERS jetzt mal aufdrehen. Und jetzt auch das DRS. Jetzt mal gucken, wie schnell wir sind. Mit Windschatten, ERS und ERS habe ich abgedreht. 364. Aber da steht halt auch der Motor komplett an. Da ist komme was zu machen. Doch ich kann nichts machen. Was macht Owen? Einmal rechts, einmal links. Oh Mann. Das ist natürlich absolut genau das, was du dir nicht wünschst. Wir gehen mal links vorbei. Nein, das geht nicht. Weil ich mir denke, so vielleicht will er in die Box. Aber er geht nicht in die Box. Jetzt muss ich irgendwie dahinter diesen Schwung wieder aufbauen. Aber Richtung Turn 16 haben wir es geschafft. Wir gehen Richtung Turn 1 und jetzt, ja, hat sich schon rausgestellt, Pierre Gasly ist weit zurückgefallen. Das sind sicher mehr als 5 Sekunden, oder? Da müssen wir jetzt mal abwarten, bis er aus der Box draußen ist und das dauert verdammt lang, 6,5 Sekunden. Wir haben tatsächlich hier alles übertroffen, alle meine Erwartungen. Der Overcut hat so, der Undercut theoretisch hat so wie funktioniert. Teamkollege ist jetzt in der Box, Leclerc ist vor mir, wir haben es geschafft. Vorne zu bleiben, sind jetzt easy auf den 1. Platz und Esteban Ocon hat es auch geschafft mit seiner etwas weirden Strategie, denn er ist von weiß auf gelb gegangen und hat sich dadurch eigentlich kaum was erspart, außer dass er sich den 1. Stint mit ja, Absicht schwerer gemacht hat, als das eigentlich sein hätte müssen. Egal, jetzt mal zurück zum Reingeschehen hier, ich komme tatsächlich
hier mit einem riesen Vorsprung aus der Box raus. Wir haben 6 Sekunden zu Esteban Ocon und ja, jetzt heißt es natürlich mal den Gang runterschalten, denn wir haben hier tatsächlich die Karten, wir haben die besten Karten des Feldes. Das sollte mir nicht oft passieren. Direkt mal gucken, ob da kein Flügelschaden ist. Gott sei Dank ist da nichts. Es ist halt wirklich eine Strecke. Du musst so fokussiert und konzentriert sein. Gerade im ersten Sektor. Im zweiten und dritten ist dann eigentlich kaum was da. Aber gerade die Kurven, die es gibt, machen es dann doch ein bisschen schwieriger. Charles Leclerc hat jetzt allein auf der Geraden schon 3 Zehntel verloren. Also der wird jetzt auch in die Box abbiegen. Aber man darf nicht vergessen, der ist auch mit dem gelben Reifen gestartet. Eventuell probiert er eine andere Strategie und ich fahre hier einen richtigen Stuss gerade zusammen. Also das ist tatsächlich nur Shit. Leclerc ist in der Box drinnen und wir werden in Kürze die Führung zurück übernehmen. Wir führen wieder den Grand Prix von Las Vegas an mit einem 6 Sekunden Polster zu Carlos Sainz jetzt auf einmal, der sich auch direkt die schnellste Rennrunde schnappt. Das ist mir leider nie gelungen, denn bei der schnellsten Rennrunde musst du halt tatsächlich auch verkehrlos bleiben. Jetzt hier in der 12. Runde und das spinnt uns weg, Leute. Es spinnt mich weg. Ich gehe zu früh, drücke ich das Gas komplett durch. Und ja, die Reifen sind sau heiß. Ich komme kaum vom Fleck weg. Und da kommt Esteban Ocon angeschossen. Wir gehen hier nebeneinander. Doch es geht. Mit Mad Max Moves komme ich hier tatsächlich wieder vorbei. War das fair? Okay, jetzt ist er wieder vorbei. Ach du Scheiße, kann sich das ausgehen, dass er sogar noch das DRS bekommen hat? Das wäre natürlich der Worst Case, dass der da jetzt durchschlüpft und wir nicht mal, doch, wir bekommen das DRS. Jetzt guck dich mal an, das ist so asozial unfair. Ich fühle mich wieder Red Bull 2023, 24. Ich komme angeschossen und jeder ist gefühlt, steht auf der Geraden und ich kann hier tatsächlich mich easy wieder vorbeiarbeiten an Ocon, meinen Fehler wieder begradigen. Ist natürlich jetzt dieser Riesenvorsprung weg. Das ist aber auch kein Problem, denn solange ich auf der Geraden da bin, ist das alles gut. Jetzt gucken wir uns die Replay noch einmal an und ja, es kommt schon aus der Kurve raus, dieser leichte Pendler mit. Und ich bin auch echt froh, dass wir dann nicht gegen die Mauer gefahren sind, denn das hätte einen Flügelschaden oder noch was davon kommen können. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ist das fair gewesen, eurer Meinung nach? Ich meine, ich war vorne, aber da fühlte ich mich schon ein bisschen wie Schumacher in Ungarn damals, wo er da, den einen bis zur Boxenmauer angedrückt hat. Doch für Esteban Ocon war das anscheinend kein Schock, denn der drückt jetzt ordentlich an. Der hat eine unheimlich schnelle Pace jetzt aktuell. Geht er da wieder mit rein? Da kann aber nur einer dranbleiben. Jetzt ist der Ferrari durchgeschlüpft. Das ist Sainz. Der ist jetzt auf dem zweiten Platz. Und jetzt wird es tatsächlich ein Krimi bis zur letzten Runde. Denn es ist einfach... Ich weiß nicht, wer hier die besten Karten hat. Hier nur aufpassen, dass nicht wieder so ein dummer Fehler passiert. Ja, beim Rausbeschleunigen, das Heck ist schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich leicht. Das Auto ist sehr, sehr rutschig und die Strecke lässt das leider, da müssen wir echt aufpassen. Das darf mir nicht mehr passieren, denn dann wäre das Rennen komplett im Arsch. Wir sind hier mittlerweile in der 16. Runde, doch Esteban Ocon lässt einfach nicht los. Der Bre will unbedingt diesen Sieg und das merke ich auch. Der kämpft in jeder Kurve. Es ist tatsächlich ein erbarmungsloser Antrieb. Der drückt hier an bis zum letzten Millimeter. Ist er tatsächlich immer an meinem Heck dran, bekommt jedes DRS ab. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, sollte das bis zu dieser langen Geraden reichen, dass er so knapp dran bleibt, könnte das erste Mal bedeuten, dass er hier einen fetten Angriff wagen wird. Und ich habe mittlerweile einen
leichten Trade hier angesammelt mit Verstappen, mit Russell, aber auch Sainz und natürlich Ocon, die drücken hier alle mit an. Jeder hat die Rest, bis auf mich. Wir sind in der 16. Runde, hier haben es geschafft, der langen Geraden ein bisschen mal kurz zum Durchatmen. Esteban Ocon hat mal abreißen lassen, Purple im Mittelsektor noch immer noch. Das ist natürlich ganz, ganz stark. Und jetzt muss ich hier tatsächlich noch einmal bangen. Jo, da kommt der DJ an die Mauer, Leute. Wir sind in der 17. von 18 Runden. Reicht das, um hier das Rennen zu gewinnen? Oder muss ich in die Trickkiste greifen? Das kann ich nämlich auch versuchen. Da möchte ich aber noch nicht ganz so... Mal schauen. Vielleicht reicht es auch noch, aus dieser Kurve gut rauszukommen. Es sind nicht mal 3/10, die mich hier von Esteban Ocon trennen. Und was macht er da? Der hält hier einfach rein. Es war keine Tür, zu keiner Zeit war hier offen. Und Esteban Ocon bleibt gefühlt aus der Kurve stehen. Also da kommt er gar nicht raus. Doch jetzt greift das DRS und da kommt er angeschossen. Er wird hier tatsächlich es versuchen. Links Ocon, rechts Max Verstappen. Und das ist genau das, was ich nicht gehofft habe. Das ist genau diese eine Sache. Es wird ganz eng, er rattert ihnen über den Körper. Und wir gehen hier noch einmal als großer Sieger raus. Aber die letzte Runde, die wird ehrenlos. Da bin ich mir nahezu sicher. Die letzte Runde wird ehrenlos. Jetzt gucken wir uns nochmal das ein oder andere Replay-Moving an hier. Und da war es wirklich knapp. Ich touchiere die Mauer sogar ganz leicht, weil ich so spät auf der Bremse war. Und das kostet ja seit diesen Formel 1 natürlich auch wertvolle Reifen. Da verlierst du gleich mal 5-6% auf einmal. Und ja, Ocon wirklich tatsächlich saustark hier. Und auch Max Verstappen, der hat sich das lange genug angeguckt. Ich bin natürlich auch der Einzige ohne DRS und muss hier irgendwie überleben. Glücklicherweise bin ich da der lachende Dritte, denn wenn du in der Mitte bist, ist das halt ein bisschen einfacher. Also wenn du da irgendwie am Rand, außen oder gar innen bist. Wir sind in der 18. Runde, Leute, und ich werde es tatsächlich versuchen, einen Trick hier, denn ich bin mir sicher, auf der Geraden noch einmal wird es nicht so weird kommen. Ich werde probieren, meinen Teamkollegen vor dem DRS-Messpunkt vorbeizulassen, dass ich dann eben das DRS auf der langen Geraden bekomme. Wird das funktionieren, wäre ich safe. Wird es nicht funktionieren, gewinnt vermutlich Max Verstappen das Rennen. Das ist natürlich jetzt eine heikle Situation. Könnte dieser Move aufgehen, habe ich einen 2000 IQ-Move. Wenn nicht, ist es eher so ein Ich-bin-ein-Volltrottel-Move. Jetzt mal hier bremsen. War das nicht zu spät? Ja, natürlich muss ich Ocon auch durchquetschen. Und rattert wieder innen über den Körper und fährt in den Seitenkasten rein. Jetzt habe ich das DRS bekommen. Ja, wir haben es bekommen, Leute. Jetzt im Windschatten reicht es hier, um Max Verstappen zu überholen. Wir ziehen hier ran. Ja, das war die beste Idee des heutigen Rennens. Wir haben es geschafft. Tatsächlich gehen hier an Max Verstappen vorbei. Und mit was für einem Überschuss. Dieses DRS ist einfach so illegal auf der Geraden. Also... da fühle ich mich tatsächlich wie Red Bull und das hätte nicht passieren sollen. Max Verstappen wird jetzt noch einmal die Chance bekommen. Okay, der kommt gar nicht aus der Kurve raus. Er wollte, ich dachte mir vielleicht, dass er noch einmal so ein bisschen die Chance bekommt, hier uns zu overtaken. Aber nope. Wir gewinnen den großen Preis von Las Vegas. Haben aber auch leider nichts mehr zu gewinnen, denn es war tatsächlich so ein bisschen Abschiedsrennen. Das Rennen hat mega Bock gemacht. Nach dem Spin war es tatsächlich so, ich dachte einfach nicht mehr, dass wir das Ganze so easy gewinnen, als ich mir das vorgestellt habe. Dennoch war es sehr, sehr cool. Danke fürs Abend, dass er ungewollt zu meinem Schützen helfen wollte. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen.
Ungewollt gab mir also Max Verstappen da seine Schützenhilfe. Wir sind von 7 gestartet. Das war wirklich ein starkes Rennen für Verstappen. Doppelsieg für Audi. Das ist unfassbar genial und zeigt, was für eine Macht mittlerweile das Audi-Team geworden ist. Guckt gerne auf iTunes, F1-Tobi auf TikTok vorbei. Schaut auch gerne auf Instagram. Links immer alle unten in der Bio. Und ja, ich freue mich extrem, falls ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert gern kostenlos den Channel, lasst auch gerne Daumen nach oben da, falls mir die Videos gefallen. Für heute soll es das mal gewesen sein. Wir sehen uns also morgen oder übermorgen im finalen Run, das letzte Rennen unserer Audi-Karriere in F1 23. Abonniert gern, bis zum nächsten Mal und ciao.